Hallöchen miteinander, willkommen zurück zu City Skylines. Und ich möchte auf ein klitzekleines Problemchen hinweisen, welches sich hier in unserem Städtchen entwickelt hat. Es betrifft das neue Industriegebiet. Ihr seht hier, dass hier keine Arbeitskräfte so sind, und das Problem ist ein bisschen ernsthafter als wir dachten, also als ich dachte. Wir haben praktisch überhaupt keine Arbeiter. Da kannst du anklicken, wo du willst. Nicht genügend Arbeiter. Nicht genügend Arbeiter. Oh, der hat Arbeiter, toll. Nicht genügend Arbeiter. Jetzt ist die Frage, die brauchen Ungebildete. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, was genau Ungebildete sind. Ich meine natürlich, klar, keine Schule, aber heißt das keine Grundschule, keine Oberschule oder nur keine Universität? Also gut, Universität ist klar, aber die Frage ist, für mich ist einfach die Frage, reicht das, löst sich das, wenn die Leute trotzdem einen Grundschulbesuch haben, oder sind die dann auch schon zugebildet? Schulentechnisch gesehen, jetzt hier gerade Grundschule, oder auch das hier, das hier ist Uni, das ist schon hart abgedeckt alles. Gut, hier sind ein paar, die kommen nicht mehr in die Uni rein, aber jetzt hat er auch schon Oberschule, das ist schon stramm abgedeckt, ne? Würde hier dann auf Hochschuldingens verzichten, aber Grundschulen bekommen die Leute, die jetzt dann hier wohnen, hier so am Rum wohnen werden würden. Ja, wir machen hier weiter. Wir hatten hier einen kleinen Teufel, der sich hier nicht an die Straßengegebenheiten so anknipsen, schließen lassen wollte. Kriegt der so einen Zugang. Jetzt schauen wir mal, ob das Problem noch besteht, wenn wir hier weitermachen. Gut, der ist schon mal angeschlossen. So, jetzt haben wir 1, 2, 3. Dann kommt jetzt hier noch ein vierter Block dazu. So. Vier Blöcke waren es dann, glaube ich, hier. Hier waren es nur drei. Aber hier waren es 1, 2, 3, 4 Blöcke, 1, 2, 3, 4 Blöcke, 1, 2, 3, 4, hier waren es 5 Blöcke, zum Teil, sogar noch 6. Gut, ich würde mal sagen, ein fünfter Block kommt auf jeden Fall dazu. So, fünfter Block kommt auf jeden Fall dazu. Aber dann haben wir auch im Grunde die Grenze erreicht. Dann können wir dann hier mit der Umgehungsstraße weitermachen. So. So.
Der... Doch, er ist ein Schütze. Und natürlich da unten raus auch noch. Ja, da wird jetzt natürlich auch hier eine Mischung aus. Aha, hier haben wir kleines, klein hier vier flach das Gelände müssen ab. Aber okay. Ja, und hier müssen wir natürlich noch raus. Für wunderschöne neue Gebiete. Ups, der war zu kurz. Natürlich, letzte Straße mal wieder ein Fehler. So. Das ist doch amtlich. Da kann man doch mal... Da kann man doch mal behaupten hier. So, wir gehen raus. Hier. 5, 6, 7. 7. Sind das jetzt 7 dann? Nein, hier sind es nur 6. Schade eigentlich, ich wollte 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, diese Straße wird sein, das Maß aller Dinge. So, der hier ist durchgehend. So, und hier können dann, ihr wisst ja, Schulen, Dingens, Feuerwehr, tralala, der ganze Zeug. Oh, bevor wir hier irgendwelche Leute einziehen lassen, will man nicht vergessen, ja, noch Strom und Wasser, der ganze Scheiß hier hinzulegen. Warum schief? Warum du schief? Du nix soll hier sein schief. Irgendwie ist es schief. Ja, mit den Gehwegen ist das nicht wirklich eine hundertprozentige Wissenschaft. Aber gleich haben wir dann auch das erledigt. Gleich. So. Okay. Schönes amtliches neues Gebiet. Tja, und da kommen jetzt dann keine Schulen hin. Oh,
Doch eines ist dir wichtig. Das können wir von Anfang an dann gleich mal eventuell nicht vergessen. Nämlich der eigene Ausgang auf die Autobahn, vorzugsweise direkt in Richtung Industriegebiet, damit die da hinten rumarbeiten können. So. Strom. So, alle angeknipst. Ich sag Strom und bauen Gehweg, ne? So ein bisschen. Aber es hat einen Grund. Wir lassen übrigens mal die Zeit laufen. Ich meine, soll hier nicht nur ein Stillstandssimulator sein. So, warum habe ich den Gehweg gebaut? Weil hier eine Straße ran soll. Warum soll hier eine Straße hin? Warum überlege ich mir das nicht vorher? Dass das so falsch ist. So, ne? So, wenn das jetzt dann hier aufhört. Zack! Gut. So, die sind hier ran, ja? Gut, und der ist da ran. Ich möchte einen Teil, um die Frage mit dem Strom eventuell jetzt nochmal zu beantworten. Ich möchte den Strom hier in das Gebiet übertragen, nicht mit nicht zwangsläufig hier mit den den hier. Na gut, das mache ich auch. Hier so, aber ich möchte halt vor allen Dingen auch mit Parks tun. Ich möchte jetzt hier richtig schön fette Parkanlagen hinflanschen. Die sind nämlich wunderbare Stromüberträger. So. Kann ich da reinbauen? Nee, ne? Schade eigentlich. So, dann haben wir das Ganze hier schon mal schön eingegrünt. So, der Strom ist schon mal da. Wasser. Diese liegt hier eigentlich schon, nicht schon längst. Wasser.
mal so ganz allgemein gesprochen. Ich meine, die könnten ja auch mal Wasser haben hier. Bei den Werken, bei den Stromwerken. So. Wunderschöne Wassermelone. Sicherheit, wie immer, etwas querlaufend. Nice. So viel zum Thema Water. Und dann würde ich sagen, dass wir hier uns die ersten Peoples einbügeln könnten. Hier so. Und hier so. Vielleicht. Nee, Moment. Nee. Weisen wir nochmal weg. Ups. Das wollte ich nicht. Bisschen commercial lassen wir dann hier alle auch direkt an eingehen. Ach, Müll. Wir brauchen eine neue Müllanbindung. Gut. Gesundheit, Schule, Müll etc. Feuerwehr, Polizei, tralala. Machen wir das nächste Mal. Und dann schauen wir, wie sich das entwickelt. Das geht schon mit dem neuen Stadtviertel. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.